Willkommen beim Werkeverwaltungs-Screencast der C3S. Ich bin Thomas, ich bin einer der Entwickler und wir haben in den letzten Monaten einiges an Zeit reingesteckt in das Projekt und wollen es jetzt ein bisschen präsentieren mal. Am Beispiel unseres Mitglieds Lars habe ich mal ein Account angelegt. Log mich mal ein. Und komme aufs Dashboard, das sagt mir Missing Artists, also es sind noch keine Künstler angelegt. Künstler sind praktisch Abstraktionen deiner bürgerlichen Identität in Form eines Künstlernamens, Projektnamens, Bandnamens. Ich lege mal einen an. Bei einer Band würde ich praktisch eine Gruppe anlegen und Mitglieder hinzufügen. Aber da dies eine Solo-Geschichte ist, gebe ich einfach nur den Künstlernamen an. Fertig. So, ich gehe mal wieder zurück aufs Dashboard, sehe, was jetzt anliegt. Nur falls uploaded yet, ich soll Dateien hochladen. Wir wollen Dateien praktisch als Beleg deines Werkes haben, also vorzugsweise Audiodateien im Lossless-Format, also FLAC oder WAV, kein MPEG-3 oder so. Meinetwegen aber auch PDFs, einfach nur zu Identifikationszwecken. Ich lade mal eine WAV-Datei hoch. Und muss jetzt allerdings warten, bis die Verarbeitung durch ist. Im Hintergrund machen wir so Sachen wie Previews ziehen, dass man da reinhören kann über die Web-Oberfläche. Da werden Checksums erzeugt, es werden Audio-Fingerprints gezogen und archiviert. Jetzt beginnt das Processing. Es wird erstmal ein Test Audio Fingerprint, wie bei Shazam zum Beispiel, gemacht, um zu gucken, ob wir das schon in unserer Datenbank haben. Es wird eine Tracksumme erzeugt, ein Preview, und jetzt wird der Audio Fingerprint in unsere Datenbank eingespeist und die Verarbeitung ist fertig. Ich gehe also nochmal auf Dateien und sehe, es ist da. Ich kann jetzt zum Beispiel das Stück anspielen. Ich kann hier aber auch einfach direkt, statt über das Menü zu gehen und zu tippen, Werk hinzufügen und bekomme aus dem Tag schon den Titel und Künstler eingefügt. Ja, WAV-Dateien können auch Tags enthalten, wie MP3. Außerdem ist natürlich die Verknüpfung zur Datei schon hier angelegt. Das ist jetzt eine reine Bequemlichkeitssache, dieser Werke hinzufügen Knopf. Was ich hier noch machen muss, ist einen Beitrag hinzufügen, weil der Thorsten Sander hat ja auch die Vocals hier eingespielt für. Dann suche ich mal in unserer Datenbank nach Thorsten. Da ist er. Und füge ihn hinzu. Als letztes wäre es noch möglich, die Lyrics hier hinzuzufügen und dann hätten wir unser Werk schon angelegt. Immer wenn ihr nicht weiter wisst, geht aufs Dashboard. Das sollte euch dann sagen, was als nächstes ansteht. Missing Releases. Ich soll eine Veröffentlichung anlegen. Tue ich doch. Das ist eine Single-Track-Veröffentlichung für den Track Glaub an dich. Also, ich füge einfach den Track hinzu. Gehe zurück zu den Metadaten. In diesem Fall
entspricht der Release-Title genau auch dem Track-Title. Ich nehme mal als Genre Pop und als Stil sagen wir mal einfach Elektro, was jetzt nicht ganz stimmt. Für die Veröffentlichung kann ich auch ein Cover-Image hochladen. Ich nehme mal das hier. Über die Farbgebung kann man sich streiten, aber es ist Geschmackssache. Tracks habe ich schon. Ich könnte jetzt einen ISRC-Code angeben, Copyright und Produktionsdatum. Das mache ich einfach mal. Vertrieb. Ich könnte ein Label angeben. Direkt oder erstmal Label Code Amiga zum Beispiel. Jetzt kommt erst die Label Katalognummer, beispielsweise ein Barcode könnte ich hier einfliegen. Veröffentlichungsdatum und Online-Veröffentlichungsdatum. Und damit hätte ich meine Veröffentlichung angelegt. Das ist im Prinzip alles, was ihr machen müsst, um eure Werke zu registrieren und auch eure Veröffentlichung, weil nur über die kommt praktisch ja das Geld rein. Wenn wir die identifizieren können in Playlists von Verwertern, dann bekommt ihr so automatisch das Geld. So ist es zumindest geplant. Ja, ich hoffe, das hat euch einen Erkenntnisgewinn gebracht und bleibt nur noch zu sagen, guckt auf unsere Website, auf unsere Facebook-Seite, abonniert den Newsletter und bleibt auf dem Laufenden auf diese Weise.